Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer Welt der Kisten. Ach, ist das nicht schön, dieser Sonnenaufgang. Wunderschön. Yay, seit 3 Monaten nicht aufgenommen. Yay, ich bin heiser, also nicht gerade krass, es ist nur ein bisschen. Aber man sollte vielleicht hören, dass es ein bisschen tiefer klinge als sonst, aber... Sie hat eine Bassstimme. Bassstimme. Also, wenn ich richtig heiser bin, dann wird es noch schlimmer, aber... Momentan ist es relativ. Da ich mir die letzten Folgen angeguckt habe und sie nicht, weiß ich, was ich noch zu tun habe. Und ich nicht. Ups. Ah, ich falle schneller, als ich sollte. Ja, das passiert meistens in der Gesellschaft. Ah! Ah, blöd. Also in Ordnung. Ja, ich habe Probleme, einen Wasserfall runterzuführen. Warum geht der so lang? Komplett bis Boden. Ah, ich bin am Boden angekommen. Und er kommt runter. Gut. Ich werde diesen Kackstreifen fertig basteln, damit wir hier eine gerade Reihe haben. Warum kann ich keine Erde hinsetzen? Warum bin ich so dumm dafür? Wie schaffe ich das? Scheiße. Moment. Wieso kriegt das nicht hin? Muss ich jetzt echt in die Einstellung nochmal? Ah, hier, es geht. Ah, ich wollte Musik noch einmal machen. Das mache ich gleich noch. Ich hab extra Minecraft-Musik geholt. Oh, du hast deine Arbeit erledigt. Willst du dich verarschen? Sorry. Ich habe sogar angefangen, die in einzelne Stücke zu schneiden. Weil ich habe nur so einen großen, fetten Full-Song. Wow. Ja, nein, du weißt nichts auf. Bin liebevoller Mensch. Das sagt sie. Ja, ich muss doch die Leute das irgendwie... Das einzige Problem ist, ich kann, wenn ich während die Musik läuft, nicht... Das Problem ist, ich muss ein Video runterladen. Ja, ich weiß. Voll intelligent. Du musst ein Video runterladen? Ja, das war ein bisschen komisch. Ist die Musik auch GEMA-frei? Ja, es ist Minecraft-Musik. Ja, was weiß ich? Also, ich spiele Minecraft. Ja, I know. Und wenn ich jetzt Minecraft-Musik drin laufen, also, weil die Minecraft-Musik selber so selten kommt... Ach so. Okay, ja, ich bin dumm, tut mir leid. Das ist jetzt, was du jetzt sagst, ist falsch. Du bist nicht doof, du bist nur dusselig. Ja, das stimmt. Ich bin dusselig. Und ich habe den Untertitel an, falls es euch interessiert, was da unten was rechts steht. Was Untertitel? Wo gibt's diese Scheiße? Drück Exit, geh auf Option, geh auf Musik und Geräusche und geh auf Untertitel anzeigen. Was bringen einem die Untertitel? Fledermaus fliegt los? Ich wusste es doch. Ja, das ist für Leute wie mich. Das ist wunderbar. Geil. Okay, die ist jetzt schon ein bisschen laut. Ah, ist das laut. Ah, das ist ja so witzig. Ja, gell? Es hat was. Cool. Das ist, ich glaube, das ist für Hörgestörte oder so. Also so für Taube. Ja. Ey, du meinst, ja, genau, für Taube. Taube, ja. Stumme sind die nicht hören. Taube sind die nicht hören. Aber ist man nicht gleich taub, stumm, wenn man taub ist? Nein. Nein, ist man nicht. Man kann auch sprechen lernen, wenn man nichts hört. Es gibt sehr viele Taube, die aber nicht stumm sind. Das ist möglich. Okay, neben mir ist übrigens eine Höhle. Ach, guck mal, er sagt mir sogar ein, was für ein Zombie angreift. Dorfbewohner-Zombie. Fledermaus fliegt los. Hier ist irgendwo eine Höhle. Hier ist überall irgendwo eine Fledermaus, die ich niemals höre. Das ist wie so ein Spider-Man-Sinn. Das ist... I'm Spider-Man. Warte, wie geht das nochmal? Oh, ich bin auf Wasser gestoßen. Auf eine unterirdische Wasserquelle. Cool. Erstmal eine Fackel reinklatschen. Und ein riesiger Lavasee. Was passiert, wenn? Ja, was ist? Muss auch mal Lava sein. Haha. Ah, das war klug. Nicht. Was hast du getan? Nichts. Ich guck mir gerade die Höhle an. Die führt ewig weit rein. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Aber ich kann das Wasser mal leer wegmachen.
Aber ich kann das Eisen abbauen. Okay, wir werden definitiv nicht verhungern. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war so das erste Problem, was wir gelöst haben. Wir kommen aber voll langsam voran. Ich meine, wir haben jetzt die 50. Folge schon vorbei. Oh, Jesus. Wir sind ja Slow-Mo-People. Und wir sind immer noch keine 30 Schritte von unserer Basis weg. Das stimmt. Das ist, traurig. Und ich habe immer noch, wir haben immer noch keine, wir können immer noch nicht mit Diamanten abbauen. Wow, ich glaube, es gab schon wieder irgendwas vom Rezeptbuch irgendwie neu, oder ich habe noch nicht alle Sachen irgendwie im Inventar gehabt, weil ich habe schon wieder irgendwelche Achievements, dass ich irgendwas neue Rezepte habe, wo ich mir denke, ja, das wusste ich schon lange, dass man das machen kann. Ja gut, du spielst jetzt auf der 1.12.2. Ich bin auf der 1.12.2, weil ich noch keinen Bock hatte, den Server zu updaten. Oh, das waren die falschen Sachen, kein Wunder kriege ich den. Was machst du da? Ey, ich versuche weiter wegzumachen. Nein! Okay, das war's. Mit dem. Okay, ich mach den Kackstreifen weiter. Das wirst du sein. Okay. Unser Ziel ist übrigens für diese Aufnahme, endlich eine zweite Crew zu finden. Wir wollen nämlich eigentlich Bücherregale haben. Mein Ziel ist es, diesen Kackstreifen wegzumachen. Was ist mein Ziel? Ich irre hier durch die Gegend. Ich würde zwar weiter was abbauen. Achso, du könntest die Treppe neu machen. Ich habe die nämlich aus Versehen vorhin gesprengt, als ich getestet habe. Da ist ein Creeper aus Versehen hinter mir aufgetaucht. Was? Okay, mit Steinchen neu. Ja, und Treppensteinchen. Vor allem. Ja, sehr gut. Du machst das. Du reparierst das, was ich kaputt gemacht habe. Ja, immer. Ja. Das wird immer nicht von. Warte, wollte ich irgendwas fragen. Wie war das eigentlich mein Thumbnail? Die Skizze von mir ist, glaube ich, fertig. Warte. Wo muss ich da Treppe neu machen? Ganz unten. Die Skizze von mir ist fertig. Die Skizze von dir ist, glaube ich, noch nicht ganz. Oh Gottchen. Soll ich dann wieder einen sauberen Stein erstmal machen dafür? Ist egal, wir müssen die Treppe sowieso noch komplett neu machen. Okay. Da ist jemand gerade runtergefallen. Warst du etwa unvorsichtig? Nein, war ich nicht. Ich hab nur so getan. Oh, das ist Kies, das gucken wir mal. Ja, Kies brauchen wir. Oh, ist Redstone. Ich tue jetzt die Treppe mit Bruchstein reparieren. Ja, war auch so gedacht. So. Hey, ich bin Level 5. Ich bin Level 13. Ja, ich bin vorhin nochmal gestorben. Ich wollte ausprobieren, ob man wenn man mit einer Lore runterfällt, ob man dann auch Fallschaden kriegt. Kriegt Fallschaden? Mhm, ja. Die Musik ist echt fucking laut. Ich höre nichts. Ja, natürlich nicht, weil die halt nur auf. Ich hab sie auf. Jetzt ist sie ganz leise. Ne? Also, ich hab sie auf 6%. Okay. Und sie ist immer noch fast so laut wie du. Wow. Vielleicht hab ich. Ich brauche. Oh mein Jesus Christ, was ist los? Lava. Ich bin intelligent. Intelligente Ente, ja. Weißt du, ich sehe oben noch, ach, ich dachte mir vorhin noch so, ach, da ist ja ein Lavasee unten runter. Ja, okay. Ich bin die intelligenteste Frau, die es gibt. Nein, ich denke, da gibt es noch andere. Also, in beide Richtungen gibt es noch großen Spielraum. Ah, das ist schön gesagt. Oh, die Lava unten fließt aber von ab, oder? Ich würde dich wirklich eigentlich eher zu den schlaueren Leuten zählen. Und zwar ohne Sarkasmus. Also. Ja. Ich nehme dich. Du hast doch nie versucht, mit Kaugummi ein Kondom zu machen, also. What the fuck? Wer macht mit Okay, ich frag die weiter. Es gab ein Facebook-Video davon. Ernsthaft? Ja, da. Ich weiß nicht, ob es einfach nur eine Parodie war. Ich hoffe es für die Frau, weil wenn es ernst gemeint hat, dann tut's weh.
Ja, gut. Ja, nicht deshalb, das ist echt unangenehm. Also, Ja. Und das ist echt dumm. Ja. Ja, wer scheiße auf Kondome, niemand braucht Kondome, braucht man nicht kaufen, man nimmt einfach einen Kaugummi, kaut den ein bisschen und dann macht man irgendwie eine Blase draußen so ein Hörst. Und irgendwie halt dann ein Stück, wenn es halt so irgendwie über einen Auge laufen. Ist genau zu erklären, so ein bisschen seltsam. Egal. Ich verstehe schon das Prinzip, ich weiß nicht. Ja, wie das Prinzip ist klar. Jedem ungefähr. Aber ja. Ja, es gibt dämliche Leute auf der Welt. Ja, genau. Es gibt dämliche Leute auf der Welt. Das ist. Und auf jeden Fall, ich hoffe es für die Frau, dass es nicht ernst gemeint hat, aber das Problem ist, manche Leute, die das Video schauen und echt wenig nachdenken, könnten es ernst nehmen und könnten denken, dass das wirklich Sinn ergibt und sowas. Und das ist das, wovor ich viel mehr Angst habe eigentlich, als vor den Aussagen von der Frau an sich. Ach so, also du hast mehr Angst um die Intelligenz der anderen als um die Intelligenz der Videoerstellerin. Ja. Die Videoerstellerin, der ist sowieso nicht mehr geholfen. Zu helfen. Das ist durch. Der Zug ist durch. Da kannst du nichts mehr tun. So wirklich. Also du kannst es versuchen, aber die Frau wirkte für mich so stur, dass, das kannst du knicken. Aber Leute, die Sachen sehen und nachmachen, das ist meine Befürchtung. Hat sie Disclaimer drin gehabt, nicht nachmachen? Nein. Ah. Das ist schlecht. Ja. Und das ist der Grund, warum ich echt darüber nachdenke, immer, ob die Frau das ernst gemeint hat oder ob das Spaß von ihr Ding war. Aber übrigens, unsere Gleise sind immer noch nicht da. Du Gleistrauerin, Klauerin. Ich weiß nicht, ich schwör's, Mann. Ich weiß es doch. Ich hab doch den Screenshot gesehen. Ja, das stimmt. Wie sie gleich so, ach ja, stimmt, da gab's ja einen Screenshot. Sie kann das ist. Mein Alibi ist bestätigt. Die Beweise sagen aber anderes. Aber Detektiv Conan sagt trotzdem immer das, auch wenn man ein Alibi hat. Ist natürlich. Okay. Weißt du, was das Schlimme gerade ist? Ich bin in den letzten drei Reihen. Ich weiß ganz genau, dass meine Spitzhacke nicht reichen wird. Magst du mir eine runterwerfen? Einen Moment. Warte, mache ich überhaupt gerade was richtig? Naja, es kann immer nur richtig sein, weil man irgendwie dafür sorgt, dass man eine nächste Reihe wegbauen könnte. Irgendwann. Wo bist du denn gerade auf welcher Seite? Ach, da oben. Ich bin vorne an der Spitze. Okay, warte, ich komme kurz hingelaufen und du wirfst mir dann was runter. Hier ist übrigens. Ups. Dann kotzen wir gleich mal. Einen Moment. Wo bist du denn an welcher Spitze? Ach, da bist du. Ja. Ich brauche nur eine einzige. Ja, ist ja gut. Was denn bin ich? Zielen. Cool. Wieder gehen. Ja, wo ist sie hingeflogen? Oh, bitte sag mal, dass ich getroffen habe. Ah ja, hast du. Ich hab nur das Ploppen nicht gehört. Weißt du, dieses, wenn man was aufnimmt, dieses Ploppen. Soll ich auf die Suche gehen nach einer Kuh? Kannst du gerne versuchen. Wobei, sollte man vielleicht lieber am Tag suchen gehen. Das wäre klug. Aber wie wir festgestellt haben, ist man manchmal nicht so klug. Ja. Hack, wir haben schon 50 Folgen und haben noch nichts erreicht. Doch, wir haben Sachen erreicht. Zum Beispiel haben wir voll viele Koppelkisten. Yay. Glaub mir irgendwann. Eines Tages. Achso, wenn man das in Stunden umrechnet, du musst das durch 3 rechnen. Ungefähr. Durch 3. Mhm. Das heißt, wir sind sogar nur bei 12 Stunden irgendwas. Nein, nicht 12 Stunden, stopp. Wir sind bei knapp
Oh doch, wir sind bei knapp 20 Stunden, fällt mir gerade so auf. Also, okay, dann ist es echt nichts. Alter, sind wir langsam. Aber hey, ich hab den Kackstreifen wegbekommen. Yay. Oh, ich hab ein Skelett. So, voll auf den Zombie drauf und dann, oh, scheiße Skelett. Ja. Setzt du dich dann heute noch dran oder nicht? Oder was hast du heute sonst noch vor? Ich habe vor. Bitte nicht explodieren. Ich habe vor, an meiner GFS zu arbeiten. Oh. Du hast doch eine GFS? Ja, du sollst eine GFS halten. Echt? Über was? Ja. Über den Landtag. Über den Landtag? Ja. Okay. Okay, ich komm zurück. Du kannst sagen, unsere Regierung hat sich immer noch nicht gebildet. Ich kann leider noch nichts aussagen. Ich muss auf die Regierungsbildung warten. Die eine Tante vom Landtag kommt dann bei uns in die Klasse. Und du dann, ich krieg eine Landtagstante für eure Mini-Klasse? Ja. Hella. Die Landtag. Lava! Präsidentin kommt da irgendwie, glaube ich, oder sowas. Du meinst die, wie heißt das? So, wie heißt denn das? Ich glaube, das hieß Landtagspräsidentin. Das ist eine Landtagspräsidentin. Ja, irgendjemand muss den ganzen Scheiß auch irgendwie leiten, oder nicht? Achso, warum läuft die Lava nicht ab? Ach, deswegen läuft die Lava nicht ab. Scheiße. Hey, wo kommt die Lava her? Geht da aus dem Block? Hättest du was dagegen, wenn ich Scheiß aufs System mache und die Insel hier langsam anfange abzubauen, damit wir neue Materialien für den Scheiß haben? Ich muss erstmal gucken, was du überhaupt meinst. Die Insel links von uns? Also wenn du auf unserem Bett stehen würdest und nach links schauen würdest, haben wir ja dir diese Insel, Charte, I don't know. Ich komm gleich hoch. Ah, okay. Dann, also ich bin gleich fertig hier, ich muss hier noch ein bisschen mich um Lava kümmern. Mhm. Ah, das ist noch Lava! Nein. Ah, ich brenne! Oh. Ich muss essen. Regenerieren. Ich brenne immer noch. Oh, ich habe einen Eimer. Ich habe Wassereimer im Inventar und denk nicht dran. Weißt du, ich bin sehr intelligent. Ja. Ich habe einen Cobblestone-Generator gemacht. Scheiße. Umf. Wie mache ich das am besten? Oh, ich hasse Lava. Wieso hatte ich immer diese Idee für dieses Projekt? Weil wir ja rein theoretisch eine Charity-Aktion daraus machen wollten. Stimmt. Aber dafür müssen wir erstmal eine ganze Menge von Zuschauern und Abonnenten bekommen. Wir wollten eigentlich mal eine Charity-Aktion daraus machen, da hast du vollkommen recht. Wir wollten eine Charity-Aktion daraus machen, dass wenn wir die wenn wir die Videos wenn wir Geld dafür bekommen können. Hast du gerade ein Schwein runtergeschlagen? Nein, habe ich nicht. Sicher? Ja. Dann ist das Schwein von alleine runtergerannt. Dann ist es echt ein Schwein. Okay, ich mach diese scheiß Untertitel wieder aus. Ist mir egal. Ach komm, so nervig ist das nicht. Es ist ein Spider-Man-Sinn, aber
der Spider-Man-Sinn verwirrt mich. Okay, ich bin fertig hier unten, glaube ich. Ich habe den Kackstreifen abgebaut. Oh. Ich höre es lieber, anstatt es nur zu sehen. Ah, da war es auch klar.